Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Thief Special Edition. Wir befinden uns immer noch, wie soll es auch anders sein, in der Heilanstalt Moira, in dem Zwischengang. In der letzten Folge habe ich einen ziemlich krassen Schreckmoment gehabt. Also einen richtig, alter, boah. Und das, was ich danach gesagt habe, dass die Person, der ich das hier alles zu verdanken habe, bitte mal unter die Kommentare schreiben soll, damit ich sie persönlich beleidigen kann. So ernst gemeint ist es natürlich nicht. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, weil die Folgen sind wirklich sehr gut angekommen. Und ich mache das ja auch für euch und für dich, damit ihr hier mal nochmal ein atmosphärisches Gruselspiel mit mir zusammen durchstehen könnt. Und deswegen wird hier kein Zuschauer beleidigt oder sonst was. Nur weil ich mich deswegen auf so einen Mist einlasse. Ich bin ja selber schuld. Ich muss es ja nicht machen. So, jedenfalls nach dieser kurzen Entschuldigung, die auch wirklich ernst gemeint ist, begeben wir uns weiter zurück in den Frauentrakt. Weil hier unser Questmarker hinzeigt, unser Zielmarker. Heilanstalt von Moira, Frauenabteilung. Mal gucken, was uns dort erwartet. Wir haben nämlich jetzt den Schlüssel. Uncool. Uncool. Aber ich gehe mal trotzdem hier runter. Weil da war ich beim ersten Mal nämlich nicht. Hier findet sich garantiert nämlich noch etwas. Ah! Na, sieh mal einer an. Ein Seil. Da weiß ich auch gleich, wie wir hier runterkommen. So, dann nehmen wir uns mal die Schere mit. Wieso liegen hier überall eigentlich Scheren rum und so ein Scheiß? Dort unten. Moment. Hier drauf liegt nämlich was zu essen. Und da geht's nicht weiter. Oh Mann. Okay, wir müssen die Tür hier gar nicht aufmachen. Nein, ein Füller, na lecker. Fuck. Okay, worauf ich mich für euch einlasse. Na, stimmt. Ach nee, wieso muss das Ding schon Stimmen heißen? Okay, naja. Schreckmoment Nummer 15, gefühlt. Lese ich mal unser liebes Dokument vor. Dokument 14 von 42, ihr seht also, da wird noch sehr viel auf uns zukommen. Stimmen, die Stimmen werden lauter. Immer wenn ich mich ihr nähere, fangen sie an und schreien. Meine Hände zittern so stark, dass ich kaum das Patientenregister unterschreiben kann. Was soll ich tun? Meine Haare, Fingernägel, Zähne. Es ist, als würde ich auseinanderfallen. Ich kann nicht mehr dort hinuntergehen. Ich kann so nicht weitermachen. Dr. Stedman wird das verstehen. Ich erkläre ihm den Sachverhalt und werde in die Stadt zurückversetzt. Alles wird wieder in Ordnung. Scheinbar ist nichts wieder in Ordnung gegangen. Sondern alles nur schlimmer geworden. Und da unten sind Stimmen. Und natürlich begebe ich mich in die Kanalisation. Zu unseren Rattenfreunden. Damit ich nochmal ins Mikrofon schreien kann. Neue Karte. Okay, hier ist eine kleine Umgehung. Ich will ja nicht weiter. Das ist die Dusche, aus der jene Patientin entkommen ist. Deswegen war da hinten nämlich auch das Ding zu. Alter Musik, hör auf mit der Scheiße, ja?
So, nee, diese Tür ist da garantiert verschlossen und wenn ich mich dann da an ihr zumache... Ja. Wenn ich mich an dieser Tür zu schaffen mache, werde ich garantiert wieder zu Tode erschreckt. Deswegen warte ich erstmal, bis die Musik vorbei ist. Oder mal gucken. Nein, hört nicht auf. Hallo, Musik. Jetzt hört sie auf, jetzt kann ich da reingucken. Gut, da ist nichts. Ich will das nicht knacken, das fucking Ding hier. Na, was habe ich gesagt? Alter, wie viel Fokus ich hier verbrauche. Kann ich jetzt mal bitte ein rotes Schloss knacken, ja? Sag mal, was ist mit Absicht? Gucken nochmal. Plopp. Und bam. Aber hier ist nichts. Nur die Dusche ist angegangen. Ach du Fall. Nein, nein, was soll der Mist? Was soll der Mist? Was soll der Mist? Geht weg. Ich hab da jetzt nicht so wirklich Lust drauf, ne? Okay, alle Duschen sind an. Ey, was ich hier für euch durchmache, heilige Scheiße. Okay, versuchen wir uns dran. Na? Ganz schnell. Hallo. So, jetzt sieht die Dusche wieder aus. Dann schiebe ich die Tür hier mal zu. Stimme, das sind die Schreie der Geister der Toten aus dem Jenseits. Und genau auf die bewege ich mich jetzt zu. Diner Hall. Hier ist die Kantine. Alter. Hallo, wie kann ich zoomen? Ach, mit Z, ne? Okay, so muss jetzt nicht so besonders. Da vorne steht jemand. Und? Sie sieht aus wie Aaron. Also nochmal an den Typen, der mich hier reingeschickt hat. Danke. Für die Schreckmomente. Jetzt hier dieses fucking... Okay, dann lesen wir uns hier mal das da durch. Unterhaltung. Boah, verdammte... Ja, Alter! Als ob da hinter mir immer irgendwas runterfällt. Irgendjemand runterfällt. Aus dem dritten Stock auf den Boden klatscht. Alter. Okay, Kapitel 5. Unterhaltung. Revue mit drei Parodien, Damenwahl, Operette in 5 Akten, Felicias Cembalo, Tingeltangel, Midsommertagsfeier, Abendessen mit Dr. Statman, 6.5., 18.5., 3.6., 21. Okay, zweimal im Monat, es scheint hier eine kleine Unterhaltung zu sein, alle 2 Wochen. Nur konnten sie scheinbar nicht weiter vorausplanen, weil hier dann schon... die ganze Scheiße abgebrochen wurde. Ach, Gott sei Dank, Mond.
ich gleich mal wieder essen. Wie viel? 3 haben wir noch. Okay, dann gucke ich da mal rein. Von da oben ist es runtergekommen, aber ich kann hier keinen Seilpfeil hochschießen, leider. Okay, hier ist Blut. Bewegen wir uns mal weiter im Schatten. Ich gehe mal dahin, wo es glänzt. Und es glänzt leider überall. Hier sind Blutlachen auf dem Boden. Überall auf dem Boden verteilt. Scheinbar war ja ein Aufstand oder dergleichen. So, Inventar ist voll. Das da hinten kann ich noch einsammeln. Dann werde ich jetzt erst einmal dieses Rad hier auslösen und ich habe da so keinen Bock drauf. Und danach werde ich hinter diesen Vorhang gehen. Nope, nicht gut. Oh ne, ich lasse es einfach mal so. Ich weiß nicht, was ich ausgelöst habe. Alter, was sind das für Geräusche? Ich müsste diesen Scheiß abgefuckten, also sorry für die ganzen Kraftausdrücke, aber ohne Scheiß, ich muss diesen abgeschissenen Mist. Oh, verdammt! Alter! Ich muss diesen Fuck mit Facecam zocken. Vorfall im Speisesaal. Alter. Oh, ich schwitze, ey. Dr. Steadman. Hanfield hat von euren kleinen Auseinandersetzungen im Speisesaal neulich Abend gehört. Er zetert und schimpft und meint, er werde wegen deiner beruflichen Nachlässigkeit schon bald die Verfügungsgewalt über Patientin 18 erhalten. Es würde mich nicht überraschen, wenn er 79 zu der ganzen Sache angestiftet hätte. Behalte ihn im Auge. Er ist viel zu erpicht darauf, ein neues Testsubjekt in die Finger zu bekommen. Ich habe gewusst, dass diese abgeschissenen Puppen... Hallo? Ich habe eben meine Vision hier angemacht. Was soll das? Okay, da hinten liegt noch ein Messer. Und dann flitzen wir schleunigst raus aus dieser dreckigen Kantine. Aber ich werde erst einmal hier noch ein schönes Screenshot machen von unseren Freunden hier, damit ich auch was zu zeigen habe. Na, wo ist er? Da. Screenshot, Screenshot, Screenshot. Hast du nicht gesehen? Screenshot, Screenshot, Screenshot. Wie ein chinesischer Tourist, der vor einer europäischen Attraktion steht. Die wechseln ihre Kamerafilme so schnell wie Soldaten ihre Magazine. Ohne Scheiß. Habe ich mal gesehen. Standen sie vorne dran. Klick, 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 klick. Zack, zack, klick, 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 klick. Diese irren Typen. Okay, raus aus diesem Drecksloch. Und tiefer rein und noch mehr Scheiße. Ey, wie groß ist denn das Teil hier? Da sind noch Sachen hinten, die ich auch noch erledigen wollte. Scheiße. Was steht da? Woman's Ward. Das ist also wieder der Frauentrakt. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Ey, jetzt ohne Witz. Jetzt ohne Scheiß. Alter, fick dich doch hart, ey. Okay, da wo es Licht brennt, gehe ich als letztes hin. Lektionen, die werde ich dann gleich vorlesen. Scheiße. Da wo das Licht brennt, werde ich als letztes hingehen. Okay, hier ist noch was. Behandlung mit Hitze und Kälte. Nee, wie das hier aussieht.
Also ohne Scheiß, Leute, wenn das hier nicht mindestens dreimal so viele Views kriegt wie die anderen Parts, dann weise ich mich selber in so eine Klinik ein. Alter, da kriegen wir noch Albträume, ey. Vor allem so einen Lappen wie ich. Dokumente, Kapitel 5. Behandlung mit Hitze und Kälte. Das Symptom Melancholie wird uns von den Pflegern am häufigsten gemeldet, doch dafür gibt es eine ebenso simple wie effektive Behandlungsmethode. Körperregionen, die bei Berührung Abwehrreaktionen zeigen oder feucht werden, müssen extremer Hitze ausgesetzt werden. Trockenere Abschnitte der Haut hingegen, die sich als lebhafter erweisen, als dies sterblichem Fleische zukommen. Trockenere Abschnitte der Haut hingegen, die sich als lebhafter erweisen, als dies sterblichem Fleische zukommt, werden durch wiederholtes Eintauchen des Patienten in ein Gefäß behandelt, das mit Wasser knapp über den Gefrierpunkt gefüllt ist. Denn die Kälte entzieht dem fraglichen Körperteil jeden Starrsinn, der die Stimmung der Patienten trübt. Krass. Lektionen für geistige Gesundheit. Wiederholung beruhigt den aufgewühlten Geist. Die Abwesenheit von Aufregung fördert die Heilung. Lärm ist ein Feind des Wohlbefindens. Gehorsam ist das erste Zeichen der Genesung. Jetzt ist die Frage, an wen richtet sich diese Nachricht? An die Patienten, an die Insassen? Oder an die Betreuer? So, dann kletter ich mal hier auf den Tisch. Und schnapp mir hier oben die Spritze weg. Und wackel dann zugleich in den nächsten Raum. Was zur Hölle war das? Da hat doch jemand eine Feuerung gespielt. Wenigstens keine fucking Geräusche jetzt, wo ich dieses Schloss hier aufmache. Und oh mein Gott! Ich stehe gerade so den Mund offen. Was willst du? Hä? Hallo? Was war das jetzt? Hallo, Tür willst du uns nicht. Tür will uns nicht drinnen haben. Okay. Ja, dann gehen wir hier mal. Will uns auch nicht drinnen haben, ne? Gehen wir da oben rüber irgendwie? Das muss doch machbar sein. Hier ist ein Kratzer, das heißt, man kommt da hoch. Okay, und dann hier rüber. Und dann hier unten durch, wo diese irre Scheiße gerade passiert ist. So, durch die Tür werde ich nicht wieder durchgehen. Ich hatte nämlich so das Gefühl, dass sie jetzt offen ist. Ich werde hier oben durchflitzen. Und ich weiß echt nicht, wo ich zuerst rein soll. Oder besser gesagt, zuerst nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich werde mir mit euch jeden einzelnen dieser verschissenen Räume antun. Aber dann gehe ich mal da hinten hin. Ups. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Halte E, dann gucken wir da mal rein. Lass uns erschrecken. Ganz viele Schlüssellöcher. Okay. Rauf hier. Rauf da. Und dann mal ab in diesen Raum. Neue Karte. Was wir alles für neue Karten kriegen. Heilanstalt von Moira. Dann springen wir da mal runter. Sie kann nicht bleiben. Das ist zu gefährlich. Okay, das wäre unsere erste richtige Vision. Die mit Aaron zu tun hat. Diese Pflanze nehme ich mir mit. Dieses Taschenporträt da unten auch. Alter. Okay, habe ich irgendwas zum Vorlesen? Nee. Keine neuen Dokumente. Moment, wie viel sind das? 18 von 42. Ach du Scheiße. Okay, dann wackeln wir jetzt mal auf die andere Seite. Ups. Und
Ich würde einfach mal sagen, gehen wir kurzerhand. Oh fuck. Diesen Raum rein. Okay, ne, wisst ihr was? Leck mich. Wir machen hier einen Cut, damit ich jetzt erstmal pinkeln gehen kann, weil sonst pisse ich mir echt doch in die Hose. Ohne Scheiß. Weil ich habe hier schon wieder so ein Scheißgefühl bei diesem abgedreckten Mistraum hier, mit diesem beschissenen Schaukelstuhl. Deswegen, meine Freunde der guten Unterhaltung und der ausgearteten Schreckmomente, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und in diesem Raum bei Let's Play Thief. Meine persönlichen Special Edition nur für euch. Bis dahin. In meinen Träumen sehe ich sie sterben. Ich musste nie für etwas bezahlen. Bis jetzt.